So, hallo. Wir machen weiter bei Kirby und das vergessene Land. Das letzte Mal sind wir LKW gefahren. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Und jetzt ist alles wieder cool, nachdem wir LKW gefahren sind. Es ist alles wieder supi. Alles fresh. So ist das. Ne, wir wollten jetzt erstmal kurz zu... hier rein. Ist hier DDD? Hier ist auch nicht DDD. Aber kann ich jetzt hier die Bilder angucken, die auch in den Credits gespielt haben? Genau. Das war... Da war DDD dabei, richtig. Da war DDD. Okay. Und das ist... Ah, das sind Turnierbilder wahrscheinlich. Da kommt dann mit jedem Turnier wahrscheinlich neues Zeug hin. Uiuiui. Kann ich hier irgendwas Neues lesen? Ach, das waren die Dinger. Da war aber, ist aber, glaube ich, jetzt gar nichts Neues dazugekommen, ne? Nee. Okay, das ist einfach nur ein schönes Gadget. So, jetzt hieß es, man kann im Waffenladen Waffen aufwerten, aber ich habe gar keine neuen Blaupaus. Also, wie meint er das denn? Geht es noch mehr? Erzähl mal. Was los? Noch viel mächtiger. Ein paar seltene Steine und deine Angriffskraft zu verstehen. Nenne diesen Vorgang Spezialpower-Aufwertung. Erscheint neben ihrem Namen ein Plus, das anzeigt, dass ihre Angriffskraft erhöht wurde. Nutze diese zusätzliche Kraft, um besonders schwere Bosse zu besiegen. Okay, also man kann noch stärker werden. Ja, dann auf jeden Fall das Schwert. Ach so, X aufwerten. Muss ich das bei jedem extra machen oder wie? Also ich meine, wenn dann gehe ich doch hier rein, aufwerten X. Was willst du denn dafür? 2 Sterne, okay, ja, dann let's go. Sieht es dann nochmal neu aus oder wird es einfach nur stärker? Meta Knight Schwert plus 1. Wait, das geht nochmal weiter, oder wie? Ach du Scheiße. Okay. Aber dann wäre es auch sinnvoll, die Feuerpower aufzuwerten, zum Beispiel. Mich würde es interessieren, kann man auch das einzelne Feuer aufwerten, oder ist es... Nein. Also wenn doch dann nur das Drachenfeuer. Das ist tatsächlich extra, ne? Das wäre tatsächlich extra. Was zur Hölle? Weil, also, diese Feuerkraft zum Beispiel, die ist ja, ne, das ist ja auch insane gut, dieses Feuer. Das ist ja absolut insane gut. Was würde er jetzt dafür wollen? 5 Steine mittlerweile schon. Ja, nee, ist in Ordnung. Und die kriege ich aus dem... Ja, die kriege ich aus dem Kolosseum. Das habe ich schon verstanden. Also jetzt kann man jede Kraft, die man will, noch erhöhen. Weiter erhöhen vor allem. Puh. Okay. So, jetzt quatschen wir mal mit Tatsandra. Die ist auf jeden Fall auch noch. Achso, wir müssen auch mal hier quatschen. Okay, das sind einfach die ganzen. Also da quatscht man jetzt gar nicht, sondern... Die spielen dann halt einfach. Okay, man kann mit denen gar nicht quatschen. Gut. Tatsandra, was los? Ich habe da was gesehen. Da, ja, ich sehe da schon im Hintergrund den Ding. Ist das etwa noch ein rätselhafter Wirbel? Du kannst Leopold darin spüren? Ja, okay. Ciao. So war das jetzt nicht gedacht. Ja, okay. Ich wollte jetzt eigentlich nicht gleich dahin. Wait, das ist eine neue Welt. Das sind Level. Das sind mehrere Level. Ach, du grüne Neune.
Dieses Gefühl, genauso hat es sich angefühlt, als ich von meiner anderen Hälfte, Ultimo Elphilis, absorbiert wurde. Gut möglich, dass Leopold nach dem großen Kampf in diesem seltsamen Ort gefangen wurde. Komm, Kirby, gehen wir der Sache auf den Grund. Das ist freaking Welt 7. Wörges Träume. Ach du Scheiße. Level 2. Okay, jede Welt bekommt noch mal ein Level. Jetzt kapiere ich das. Ja, jede Welt bekommt noch mal ein Level. Das ist dieses Eis, die Eiswelt. Das ist die Wüste. Das ist ja die finale Welt. Oh mein Gott, es ist noch lange nicht vorbei. Jetzt sind wir bei 73%. Was ist das denn für ein Sprung? Holy moly, okay. Okay. Und was sind diese... Guck mal, das sind so Sternmünzen oder was? Das ist jetzt null. Okay, also da... Oh mein Gott. Also das ist... Okay, aber ist ordentlich. Ist cool. Ich mag Postgame. So ist nicht... Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Aber ja, jede Welt bekommt nochmal... Ja, das ist die erste Welt. Okay, jede Welt bekommt nochmal ein Level. Spendiert. Aber hier gibt es jetzt nichts Verstecktes oder so. Nein, okay. Bruder. Ist das insane. Okay, Tazandra ist weg. Ja, ist okay. Tschüss, ne? Nein, ich will... oh mein Gott, kann bitte erst ein Menü kommen, was sagt, willst du da wirklich hin? Kann bitte erst ein Menü kommen, ich wollte da nicht reinspringen. Wirklich nicht. Ich suche immer noch DDD in der Stadt, der hier, siehst du, der hat eine Blaupause. Oh, da schläft er. Da schläft er. Moin. Hey Kirby, ist schon eine Weile her, nicht wahr? Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, aber vielen Dank, dass du die gerettet hast. Wo ich ihn gerade erwähne, ihm scheint diese Stadt richtig zu gefallen. Er ruht sich gerade ein bisschen aus, um wieder auf die Beine zu kommen. Übrigens, ich habe hier noch etwas für dich. Eine Blaupause von König Dedede. Sein Hammer! Der Hammer fehlt uns noch. Wir haben noch nicht den dritten Hammer. Es ist der Hammer. Das ist der Hammer von Dedede. Genau. Genau. Stimmt, wir haben noch nicht den dritten Hammer. Sehr cool. Wie mich unser König in den Aufzug warf, nachdem ich gestolpert bin und mich dann voller Inbrunst beschützt hat. Ich war starr vor Ehrfurcht. Normal ist unser König eher auf einer von der unbekümmerten Sorte und zuweilen auch etwas träge. Doch wenn es darauf ankommt, erfüllt unser Anführer stets seine königlichen Pflichten. Lang lebe König Dedede. Okay, mehr quatschen. Er will noch mehr quatschen. Hallo? Seine Majestät genießt er sein Stadtleben. Schätze, wir bleiben wohl noch ein Weilchen. Mehr quatschen. Gibt sich wieder gewohnt, lässig und unnahbar. Aber tief in seinem Inneren ist er wahnsinnig wütend darüber, dass du uns gerettet hast. Während er wie eine Marionette gescheuert wurde. Okay, dann war er aber in der Eiswelt auch schon so. Hat man da nur nicht gemerkt, okay. Weil da den Mamas hatte er ja noch keine Maske und nichts auf. Du sollst ihn vielleicht in nächster Zeit besser in Ruhe lassen. Bitte hab Verständnis. Okay. Ja, dich lasse ich auch in Ruhe, wenn du keine rote Blase mehr hast. Kein Ding. Aber einmal hier ein bisschen einheizen. Jawollo. So. Guten Appetit. Gut. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt so viele Sterne hergegeben habe, dass ich den Hammer nicht aufwerten kann. Das könnte passiert sein. Das ist die dritte.
Ich hatte die dritte schon, das war der dritte. Der hat noch eine vierte. Ja, fünf Sterne, ja, moin. Okay, der hat noch eine vierte. Und die kann ich dann auch wieder aufwerten wahrscheinlich. Oh mein Gott, wie viele. Also, puh. Ich muss jetzt mal gucken, was im Kolosseum. Also jedes Mal Dings schaffen war ja so ein Stern. Also auch die normale, auch die Meta Knight Stage zu schaffen war ja ein Stern. Also man kriegt da schon, denke ich, die Sterne recht schnell zusammen. Rein theoretisch. Okay, was ist mit dir? Wie das Bessin-Rudel seinen Angriff eingestellt und diese Stadt plötzlich ignoriert hat? Deine Angriff hat sicher auch ihren Teil dazu beigetragen, Kirby, aber die Wortelis haben mir erzählt, dass die Stadt unter dem Schutz eines gewissen Meta Knight steht. Er hält Tag und Nacht Wache, sogar jetzt gerade von dem Ort dort drüben. Donnerwetter, Meta Knight ist wirklich stark und dazu auch noch verdammt cool. Können wir mit dem quatschen eigentlich? Oder ist der jetzt einfach Deko? Okay, alles klar. Also, du hast noch mehr zu quatschen. Da steht etwas an dieser Wand. Thank you, Me. Okay. Okay, Elflin, danke dafür. Gut. Nein, du musst groß bleiben. Das gibt besser ordentlich Steine. Nein! Imagine, man verschreibt sich und muss alles nochmal machen. Sehr schön. Oh, das gibt besser jetzt ordentlich Steine. Ich brauche Steine. Yes! Optimal. Optimal. Hammer! Du kriegst eine Aufwertung. Also ne, keine Aufwertung, du kriegst das nächste Level. Gibt es dann vielleicht doch auch noch ein viertes Schwert? Das wäre ja auch in. Wait, aber wenn es ein viertes Schwert gibt, wäre es jetzt dumm, wenn ich das Meta Knight Schwert aufbessere. Ich hoffe nicht. Maskenhammer! Oh, ich habe sogar jetzt die Maske auf. Sick. Ein neues Portal zur Straße der Schätze im Gebiet Rotharts verbotene Lande. Okay. Yo, das ist cool. Okay, das ist cool. So, dann will ich jetzt aber mal kurz was ausprobieren. Und zwar gibt es jetzt ja hier neue Dinge, aber man kann die alte bestimmt auch noch spielen, ne? Genau, hier ist jetzt das nächste. Kämpfe 12, ja, das sind jetzt alle dabei. Was bekomme ich dafür? Also normal bekomme ich dafür einen Stern und 1500. Und es gibt aber kein. Doch, Belohnung für Erstabschluss ist. Keine Ahnung, was das da oben ist. Irgend so eine Münze. Und hier gibt es aber auch einen Stern. So, das sind ja die sechs Kämpfe, die ganz klassischen. Müsste man da jetzt nicht easy durchkommen? Also müssten das nicht sehr schnell verdiente leichte Sterne sein? Ich frage nur für einen Freund. Oh mein Gott, ich lasse mich ständig treffen.
Bruder! Wie viel ich hier abgezogen habe mit einem Dreh. So, tschüss. Okay, also das Aufladen war eine krasse Attacke. Das ist davor nicht so. Aber ist in Ordnung. So, jetzt bekomme ich mein Schwert. Sehr schön. Wobei, hier ist auch die Feuerdings. Dann würde ich fast lieber auf Feuer gehen. Ich glaube, das geht schneller. Ach, geh halt nicht mit deinem Gitter auf die Nerven. So, tschüss. War nett mit dir. Drachenfeuer plus 1. Ich frag mich, wann der Ende ist. Also geht das bis, keine Ahnung, unendlich, weil man ja theoretisch auch unendlich Dings bekommen kann. Ich bin da überfragt. Na, weil ich kann ja jedes Mal dieses Turnier hier spielen und krieg ja jedes Mal das Dings dafür. Den Stern, den Stein. Also könnte ich doch theoretisch unendlich oft leveln. Ich weiß halt nur nicht, wann und was. Also ne? Man weiß halt nur nicht, wann es fertig ist. So. Easy. Aber das ist, was ich meine. Ich glaube, das Feuer geht am schnellsten, tatsächlich. Das interessiert halt einfach nicht. So, die Miniboss interessiert es halt nicht. Juckt nicht. Tschüss. Easy going. Jetzt kommt der erste Boss. Und der brennt ja weiter, so. Das ist ja das Schöne an dieser Fähigkeit. Okay, Meta Knight, it in. Hui. Kein Schwert für mich diesmal. Aber das andere Turnier, das muss schon krass sein, wenn da alle Gegner kommen. Puh. Das muss schon krass sein. Ach, jetzt kommt der Quatsch. Was war das? Oha, was war das denn für eine... Yo! Wo hast denn die Attacke her auf einmal, Kollege?
treffe ich ihn halt nicht gut. Jetzt habe ich ihn gut getroffen. Tschüss. Ja, ich glaube, mit dem Schwert ist es angenehmer. Hurray. Oh, neuer Zeitrekord sogar. So, gib mir meinen Stern. Okay, aber, also, muss man natürlich auch sagen, es dauert schon seine Zeit. Also, wenn, dann würde ich die wahrscheinlich eher farmen und nicht jetzt im Let's Play sammeln. Jetzt gucken wir erstmal, wie die Weltkarte aussieht. Ich bin gespannt, was da alles passiert ist. Erstmal sollen ja hier neue aufgetaucht sein, genau. Okay, und bisher nichts, was... Quatsch. Nichts, was zu diesem Ort hier passt. Also zu dem Ort wurde jetzt noch nichts gesagt. Der ist nach wie vor... ein Mysterium. Also irgendwas muss hier doch sein. Das hier ist doch keine Deko. Ha. Muss man wohl noch warten. Und jetzt kann man hier wahrscheinlich hoch, genau. Dann ist hier das Labor. Oh, das Labor ist aber ein einziges Ding. Was hat das Labor für Missionen? Keine! Es gibt keine Missionen für diesen Kampf. Das ist auch schon wieder interessant. Okay. Meinetwegen. Es gibt keine Missionen für diesen Kampf. Hm. Okay, das ist einfach so eine Kampfprüfung. Aber es gibt keine Missionen für diesen Kampf. Das ist interessant, echt. Hätte ich nicht gedacht. Aber das erklärt, warum kein einziger angezeigt wurde. Ich dachte nämlich schon so, habe ich überhaupt gar nichts geschafft? War ich nicht schnell genug? Und so weiter. Aber dann gibt es gar keine Missionen an der Stelle, okay? Das heißt, bei DDD sind im Moment die letzten Missionen. So von dem her. Ja, was kommt denn noch hier alles? Nein, das kostet mich alles Zeit. Lass mich in Ruhe. Mach dich bloß weg hier. Dumme Schlange. Nein, du blödes Ding. Nein, ich wollte gerade auflaufen, Mann. Alter, könnt ihr mal aufhören mit der Scheiße da am Rand? Vorsicht. Kritische Momente. Also das Ding ist, die müssen eh mit weg. Also ich muss die so oder so besiegen. So, tschüss. Okay, dann kommt auch gleich das Teil. Ah, wie viel war ich zu langsam? Scheiße, was? Das ist viel zu langsam gewesen. Okay, aber das lassen wir jetzt erstmal.
Ich sag mal, die Zeitdinger interessieren mich jetzt tatsächlich gerade weniger, wo wir noch so viel andere Sachen zu tun haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Zeitteile zu den 100% gehören. Damit will ich jetzt eigentlich nicht meine Zeit verschwenden. Viel eher interessiert mich hier, ohne Schaden durchzukommen. Das wäre eine Geschichte. Das müssen wir erstmal schaffen, da ohne Schaden durchzukommen. Ich würde aber das Feuer weiterhin dafür auswählen, weil ich damit halt am schnellsten Zusatzschaden machen kann. So, das ist das Ding. Wir gucken mal. Wir probieren es mal mit dem Feuer aus. Warum muss ich da jetzt jedes Mal runterfahren? Ah, okay, das ist zwar von der Atmosphäre her cool, aber nicht cool, wenn man schnell hier reinkämpfen will. Okay. Macht er das nämlich auch mit der Fähigkeit, okay. Hat er mir gerade Schaden abgezogen, weil es da oben anzeigt, oder was ist passiert? Wow! Okay. Vorsichtig. Jetzt kommt der Quatsch wieder. Jetzt kann ich wieder drauf. Ausweichen. So weit, so gut. Bruder. Ah, scheiße, ey. Und das ist jetzt die erste Phase, das muss man ja noch dazu sehen. Das wird ja noch mal krasser. Jetzt macht er die Scheiße wieder. Okay, ausweichen und runter. Und jetzt habe ich Zeit. Nicht da rein, so. Oh Gott, nicht so. Nicht so, nicht so. Ihhh. Okay, jetzt drauf. So. Erste Phase durch, aber jetzt geht's ja nochmal richtig los. Oh. Okay, jetzt drauf. Scheiße. Der hält halt in der Phase nicht sonderlich viel aus, aber ich muss böse aufpassen, dass er mich nicht mit irgendeiner Scheiße trifft. Aber der hält nicht viel aus in der Phase. Oh mein Gott. Nein. Lass das. Also treffe ich ihn wieder nicht. Jetzt ist er da drüben, aber ich komme nicht ran. Scheiße. Ich kam nicht gut genug ran. Alter! Oh mein Gott, das war knapp. Geh drauf. Das reicht. Der ist down. Wir haben's. Wir haben's. Oh Gott, ich hatte so Angst, dass er mich nicht reinrutscht. Okay, sehr schön. Puh. Nice. Geht doch. Geht doch. Hä? Warum kriege ich jetzt nicht die Bestätigung? Hat er mir am Anfang doch Schaden gemacht in der einen Stelle, wo ich es mir gedacht hatte? Hat er mir da wirklich kurz Schaden gemacht? Oh, come on! Oh, come on, wir waren so... Alter, ich will das doch jetzt... Will das doch gar nicht nochmal. Hallo, geh da raus. Kann ich da rausgehen? Oder muss ich so rausgehen?
Oh, come on. Hat er wirklich in dem Moment mir einen minimalen Schaden zugefügt? Ach, das ist doch scheiße. Ach, okay, dann nochmal. Dann eben nochmal. Ah, es ist doch... Ey, komm. Das ist doch echt Mist. Man sieht es nicht mal, dass ich Schaden bekommen habe. Typ. Das war ein Typ. Ey, das ist doch... Okay, aber dann weiß ich jetzt, sobald da oben die Anzeige auftaucht, habe ich Schaden genommen. Ja, okay. Meinetwegen. Nee, eigentlich nicht meinetwegen. Okay, let's go. Aber die erste Phase ist die kritischere, was Schaden angeht, glaube ich. Hoppala. Und in welche... Was hat er eigentlich gemacht, dass er Schaden mir gegeben hat? Der war irgendwie an mir nah dran oder so, ne? Ja, genau, die Phase war das. Ja, super. Ey, das ärgert mich jetzt, weil ich habe so gut gespielt und nur dieser eine einzige Treffer war das am Anfang. Was heißt Treffer? Das hat nicht mal... Es hat nur die Anzeige angezeigt. Das hat ja nicht mal merkbar irgendwas gemacht. Oh, ich habe mein Feuer verloren. Scheiße. Ach, dann machen wir es halt mit dem Schwert. Meines Schwert ist auch plus 1. Vielleicht ist es ja auch jetzt nicht schlecht. Aber das Feuer ist halt schon krasser wegen dem Dauerschaden. Das Feuer ist halt schon viel krasser. Aber wir probieren es mal aus. Ja, okay, doch, mit dem Schwert mach... Okay, ich mach böse Schaden mit dem Schwert. Oh mein Gott, ich mach richtig böse Schaden. Oh mein Gott, ich mach sowas von böse Schaden mit dem Schwert. Holy shit. Alter. Ja, wow. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Hallo, treff ihn halt. So, jetzt kann ich lange auf ihn draufhauen. Nee, kann ich nicht. So schwer ist der gar nicht ohne Schaden. Das war's. Diesmal aber wirklich. Diesmal aber wirklich. Okay, das war super easy mit dem Schwert plus 1. Brauche ich mich gar nicht ärgern wegen dem Feuer. Aber trotzdem war es albern. Also, ja, da ist die Mission. Also, das ist aber... Also, come on, echt. Okay. Das muss ja wirklich nur so gestriffen worden sein. Das hat ja nicht mal irgendwie... Es kam ja nur die Anzeige. Mehr. Ich will das nicht nochmal angucken. Ich weiß, was da oben ist. Aber da ist nicht mal eine Mission. Ich muss da gar nicht rein. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Lass mich raus. Let me out. Dankeschön. So, damit haben wir doch jetzt alle Waddledees gerettet. Also, like, wirklich alle.
Ja, alle Waddleys gerettet. Lass uns in der Stadt feiern. Auf geht's. Feiern wir eine Runde in der Stadt. Yay! Yay! Danke, Kirby. Aus Dankbarkeit wurden besondere Statuen auf dem Stadtplatz errichtet. Faszinierend. Okay. So. Die Question ist nun... Ja, also Ort der Ankunft ergibt für mich keinen Sinn. In die Spezialwelt komme ich als... Ach, hier ist Cassandra. Entschuldige, dass wir so plötzlich verschwunden sind, hat Sandra. Dieser Ort ist aber auch wirklich seltsam. Fast so, als bestünde aus mächtiger physischer Energie. Ich glaube, ich bin schon mal dort gewesen. Es fühlt sich fast an, als würde ich von meiner anderen Hälfte absorbiert werden. Leopold befindet sich bestimmt noch irgendwo an diesem rätselhaften Ort. Wir suchen weiter nach ihm. In Ordnung, hab bitte noch etwas Geduld. Hier, mehr Gespräch? Mach dir keine Sorgen, ich bin sicher, wir werden Leopold irgendwo da drin finden. Sobald wir ihn haben, bekommt dein Rudel endlich seinen alten Anführer zurück. Jetzt gib die Hoffnung nicht auf. Mehr Gespräch? Nein, nicht mehr Gespräch. Okay, also, dann will ich jetzt mal kurz gucken, ob es da auch wieder Missionen gibt. Aber Waddleys retten kann ja eigentlich nicht mehr sein. Ich denke, das sind jetzt wirklich nur Level. Sehe ich das richtig? Mal gucken. Okay, da gibt's... Okay, diese Dinger sind was zum Sammeln. 0 von 50. Okay, diese Dinger sind irgendwas zum Sammeln. I see. Gut. Dann gehen wir da erst nochmal raus. Okay. Also, da geht's dann auf jeden Fall weiter in den nächsten Aufnahmesessions. Gut. Was es mit dem auf sich hat, werden wir dann alles noch rausfinden. Habe ich jetzt hier noch irgendwas zu tun? Was willst du denn jetzt von mir? Für einen Moment habe ich mir echt Sorgen gemacht. Sieht aus, als hätte er viel Kraft. Ja. Okay, er quatscht einfach nur dumm rum. Gott ist in Ordnung. Akzeptiert. Aber kann mir mal kurz jemand sagen, was genau hat Elflin jetzt zur Rettung der Waddleys beigetragen? Außer, dass sie mir hinterher, er oder sie mir hinterherfliegt? Ich meine, den ganzen letzten Teil habe ich ohne sie gemacht, da war sie gefangen. Oder er, oder es, oder wie auch immer. Okay. Ja, das haben wir doch schon gefunden. Gut, mehr Codes gibt es jetzt hier auch erstmal nicht scheinbar. Gut. Ja, also münzentechnisch haben wir keine Probleme, aber steinetechnisch, uff. Aber habe ich jetzt nur noch die Möglichkeit, übers Kolosseum an seltene Steine zu kommen? Und sonst keine Möglichkeit mehr? Das heißt, das Aufwerten geht wirklich nur, wenn ich 3 Millionen Mal Kolosseum spiele? Oder eher, oder gibt es die Steine in der Spezialwelt noch so? Das weiß ich nicht. Das werden wir noch sehen. Vielleicht gibt es in der Spezialwelt noch mehr Steine. Keine Ahnung. Aber hier scheinen wir jetzt alles getan zu haben. Ich meine, die Zeit haben wir jetzt noch nicht überall in den Schatzstraßen, aber die Schatzstraßen selbst haben wir abgeschlossen, ne? Hier ist keine mehr, die noch offen ist. Nee. Es fehlt halt nur die Zeitmission, so, aber dafür gibt es keine Steine, also das ist... Nützt mir jetzt auch nichts, die zu machen. Missionen haben wir auch erstmal alle erledigt. Okay. Nur dieses... Dieses Ding hier, das ist noch mein absolutes Mysterium. Aber ey, ist egal. Ist erstmal egal. Dann gehen wir nächstes Mal ins erste Level von der Spezialwelt. Und ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.